We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring. Ich hab doch nur die Adventskalender gemacht gestern. Da drin. Was war da drin? Ja. Was ist denn das da? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wer ist das? Was ist das? Ja, das ist von Adventskalender. Das habe ich euch gemacht. Ist das im Hütte? Ja, das hängt da. Was ist das denn? Ja. Mal gucken, was da drin steht. Ein Brief. Ups. Aber nee. Du hast ihn nicht angeguckt. Nee. Okay. Oh, was ist denn das? Ja. Was? Komm, ich lese es euch vor. Ella, ich lese vor. Lieber Finn, liebe Ella, juhu, ich habe euch. Wow. Ja, genau. Nach der Schule und nach dem Kindergarten. Nach der Krippe machen wir das immer auf, ne? Einmal Finns, ich muss das hier noch besser ranhängen. Und einmal von Ella. Ja, ich komm, ja. Genau, gestern Abend bis 1 Uhr saß ich hier noch dran. Ja, ich komme, mein Schatz. Ich komme. Komm mal schnell. Ich sage. Ja, hast du da Taschen drin? Cool, ne? Ja. Okay, Schuhe anziehen, oder? Sollen wir die mal schnell anziehen hier? Ja. Ich hätte auch nicht. Okay, gut. Komm mal, mein Schatz. Ach, warte mal. Die muss ich alle noch mitnehmen. Die Ella, andere Richtung. Wow, die Lichter. Die Sterne. So viele. Ja, die Sterne hier bei unserer Tür. Okay, komm schnell. Komm schnell. Schnell in die Krippe. Nee, wir fahren nicht mit dem Auto. Nee. Schnell. Und die Sternlichter hängen. Oh nee, die Lichter hängen. Cool. So, Ella ist jetzt in der Krippe. Wir haben heute echt lang geschlafen. Ich habe ja noch weiter gar nicht fertig gemacht. Jetzt bringe ich mich Finn ganz schnell in den Kindergarten. Mein Mann wollte das machen, aber war selber so gestresst. Und ich muss los. Und ich muss halt auch gar nicht arbeiten. Ich muss später mit Ella, ich hole sie auch schon wieder um 1 Uhr ab, weil ich dann mit ihr zur Nachsorge muss. Denn sie hat neue Paukenröhrchen bekommen. Müssen wir dann zum Arzt und das mal nachkontrollieren lassen. Aber jetzt erstmal ganz schnell los in die Schule. Gut. Wenn wir schnell raus, kommen wir mal zum Auto. Warte mal, ich muss erstmal abschließen. Ja, die Lichter brennen. Ja? Damit es hübsch aussieht. So, komm schnell zum Arzt. Hier. Ich denke, das Ding ist noch kräftig. Ja, genau, das ist für Weihnachten. Das ist so hübsch aussieht. Geschafft! Beide Kinder sind rechtzeitig angekommen. So, jetzt habe ich frei, bis ich Ella nachher wieder abholen muss. Und wir machen es übrigens so, dass wir die Adventskalender nach der Schule auspacken, nach dem Kindergarten. Hat letztes Jahr echt schon super gut geklappt, weil wir morgens halt einfach nicht die Zeit zu haben. Morgens ist der Wichtel und genau, nach dem Kindergarten ist der Adventskalender dran. Das hat letztes Jahr super geklappt und dieses Jahr hat Finn das gleich wieder akzeptiert. Genau, richtig gut. Am Wochenende natürlich anders, ne? Am Wochenende, am Feiertagen haben wir natürlich gleich morgens die Adventskalender mit. Ja, also ich bin gespannt. Ich habe bis gestern echt, also ich habe den Adventskalender so fertig, also befüllt, schon vor einer Woche, 2 Wochen. Also echt, dachte ich schon so, oh, ich bin so gut. Und dachte aber so, naja, ich muss die einzelnen Sachen noch einpacken, weil man halt da so reingucken kann. Und dann war ich gestern Abend auf einer Babyshower. Das war auch voll schön. Ich kam nach Hause, Ella war am Weinen. Und dann musste ich erstmal hoch und dann so, oh mein Gott, morgen ist ja der 1. Dezember. Da muss das alles fertig sein. Hat halt noch nichts gemacht. Deswegen, ja, bis 1 Uhr habe ich gestern dran gearbeitet, noch alles einzupacken, aufzuhängen. Deswegen hängt das jetzt auch noch so ein bisschen so, aber es hängt. Und der Wichtel, den wollte ich ja auch unbedingt, den wollte ich schon lange eins gezogen haben lassen. Aber ja. Deswegen gestern nach der Nebelaktion noch alles schnell vorbereitet
Und deswegen sehe ich auch heute so aus. Oh mein Gott, ich glaube, ich sehe voll zerstört aus. Ist okay. Genau, wir müssen nachher mit Ella zur Nachkontrolle. Sie hatten nämlich letzte Woche Freitag Paukenröhrchen bekommen wieder. Ging super gut dieses Mal. Das Einzige, was sie nach der Narkose gestört hat, war ihr Zugang im Arm, den sie davor nicht hatte. Aber das war auch nach einer Stunde spätestens wieder draußen. Und seitdem ist sie super gut damit. Bin gespannt, was sie mit Ohren. Manchmal sagt sie noch so, mein Ohr tut weh. Aber ja, es war eigentlich super gut alles. Und danach, genau, hole ich Finn ab und dann gehen wir zum neuen Freund. Dann gehen wir zum Freund zum Spielen, mit dem sie schon super lange mal spielen wollten. Aber das haben wir noch nicht gemacht. Also zum ersten Mal, so meine ich das, ne? Zum ersten Mal werden wir da jetzt sein und spielen. Genau, da komme ich immer mit beim ersten Mal auf alle Fälle. Ella kommt dann auch mit und genau. Ich glaube, dass sie halb spanisch sind oder halb südamerikanisch irgendwo. Ja, ist ja auch spanisch, ne? Aber also ja, ich bin gespannt. Jetzt erstmal ganz schnell nach Hause, selber was trinken, was frühstücken und ganz viel vorbereiten machen, weil ich auch das Abendessen schon fertig haben wollte. Wenn wir dann nach Hause kommen, dass ich es einfach nur noch in den Ofen schieben müssen. Wir haben noch ein HelloFresh-Gericht über und dann es fertig essen können, dass ich dann nicht noch das Abendessen noch Stress habe. Deswegen muss das jetzt alles heute Vormittag passieren. Und ich wollte Vlogmas machen. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir das so ganz spontan vorgestern überlegt. Kathi, willst du das schaffen? Nö, versuchst du es trotzdem. Vor allem mit dem Schneiden wird es halt Problem sein. Also, dass ich jeden Tag und auch wenn es irgendwann mal nur 5 Minuten ein Video sein werden, ich meine, mit meinem Gelaber hier ist es sowieso immer 5 Minuten gleich voll. Aber ich dachte so, jeden Tag Vlogmas? Schreibt mal rein in die Kommentare, ob euch das interessieren würde und ob ich das durchhalte, ob ihr das glaubt oder nicht. Genau. So, ich habe mir gerade bedacht, dass wir gar kein Brot mehr zu Hause haben. Deswegen gehe ich ganz schnell zum Einkaufen. Könnte es mir noch, ja genau, Hafermilch brauche ich auf alle Fälle noch. Ich habe so trockene Lippen, ich muss eigentlich immer meine Gesichtspflege machen. Ich habe das nämlich heute Morgen nur so ganz extrem schnell raufgeklatscht, aber nicht ausführlich genug oder nicht genug. Aber jetzt erstmal ganz schnell einkaufen und da muss ich auch noch für Instagram ganz viel machen, weil wir ab heute den Ringana Wintersale haben, wo jeden Tag ein anderes Produkt 20% reduziert wird. Also wenn ihr mir noch nicht folgt, folgt mir auf alle Fälle auf meinem Ringana-Kanal oder auf meinem Hauptkanal auch, Hello Kathi. Und extra spezielle Produktinformationen bekommt ihr über Kathi-Bartsch auf dem Kanal von Ringana. Schaut ihr den Instagram-Kanal, schaut in der Infobox vorbei, da ist alles verlinkt. Und mit 20 Euro Gutschein, den ich euch anbieten kann als Neukunden, könnt ihr ganz viele Produkte einfach gratis testen und euch selbst davon überzeugen lassen. Jetzt aber ganz schnell rein. Ich habe ja auch echt Hunger. Und dann muss ich meine To-Do-Liste weiter aufschreiben. Die habe ich nämlich gestern Abend nicht mehr geschafft, dass ich auch wirklich alles erledigen kann. Weil mein Gehirn ist immer noch so ein bisschen Matsch. Deswegen brauche ich To-Do-Listen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr auch nur mit To-Do-Listen gut funktionieren könnt. So, bauen die gleich oder machen die Straße auf, beziehungsweise den Fußgängerweg hier vor unserem Haus. Noch nicht ganz runter, aber fast. Oh mein Gott, ich hoffe, dass die damit ganz schnell fertig sein werden. Schön, gemütlich, toll. Oh Gott, ey, ich hoffe, dass das schnell fertig ist. Oh, schrecklich. So. Jetzt hier erstmal Einkäufe ausladen und hier mich darum kümmern. So, ich habe fertig gefilmt. Oh Gott, ich habe mir auch meine Creme gemacht. Also ich habe es für Instagram gefilmt, diese Cream Rich. Und das Tonic ist heute auch im Angebot. Wenn ihr es seht, ist es schon verlaufen. Es gibt immer noch für 24 Stunden ein Angebot für 20% auf die Ringana-Produkte. Aber oh mein Gott, ich liebe diese Creme für alle, die trockene Haut haben. Oh mein Gott, jetzt gerade halt im Winter, ne, ist das halt immer das viele mehr auch, die haben. Ich kann euch hier noch einmal ganz kurz zeigen. Die hat so eine krass geile Textur. Die ist halt sehr reichhaltig und hinterlässt so einen ganz schönen Film auf der Haut für so einen schönen Glowy-Effekt, aber halt überhaupt nicht fettig oder irgendwie sowas. Und für alle, die trockene Haut haben, irritierte Haut haben, ich liebe die Ringana-Produkte und habe ich auch gerade erst neu erfahren, es ist halt nicht nur so, dass da super pflegende Wirkstoffe da drin sind, die halt die Haut super gut versorgen, auch wirklich in die tiefere Hautschichten eindringen. Davor habe ich nämlich, ja,
ich habe nie was Vergleichbares gehabt, die halt wirklich auch krass gut deine Haut aktivieren, deine Zellen auch aktivieren, dass die selber mehr leisten, dass die selber wieder mehr arbeiten, um mehr Feuchtigkeit selber zu produzieren. Das ist halt echt das Geniale bei Regana. Es gibt nichts Vergleichbares auf dem Markt. Vegan, tierversuchsfrei, ohne Konservierungsstoffe da drin, richtig, richtig krass geil. Schreibt mir unbedingt, wenn ihr das auch ausprobieren möchtet. Ich habe für alle Neukunden einen 20-Euro-Gutschein, für alle Bestandskunden immer 10-Euro-Gutscheine. Also unbedingt schreiben, um das mal auszuprobieren. Mega cool. Ihr könnt auch ganz viele Produkte mit den 20-Euro-Gutscheinen gratis testen. Es gibt keinen Mindestbestellwert. Ja. Gut, genug geschwärmt von Regana. Ich kann euch das immer nur weiterempfehlen. Es ist so ein krass geiler Scheiß. Jetzt habe ich aber erstmal mega Hunger. Jetzt würde ich erstmal frühstücken, mehr einen Tee machen, Waschmaschine anschmeißen dann auch noch und mich mehr organisieren. Habe ich euch den Lichtplan eigentlich gezeigt heute? Ich noch mal im Hellen jetzt. Ich habe das gestern Abend ja echt super schnell noch machen müssen. Deswegen habe ich erstmal hier so die Baustelle. Auch nicht richtig, aber so ganz schnell. Aber die Kinder waren verzaubert heute Morgen. Und hier ist so der Briefkasten. Da ist jeden Tag ein Brief mit drin. Und unser Wichtel Lasse, ne? Der schreibt jetzt jeden Tag einen Brief. Und das Briefgeschehen war übrigens letztes Jahr das Highlight für Finn, so den persönlichen Brief zu haben. Genau, mein Washi-Tape hat gestern auch nicht mehr geklebt, deswegen muss ich das da so extra noch kleben. Und dann kommt hier so nach und nach das Wichtelhäuschen wieder stehen. Und werden auch Streiche gemacht und Zaubereien und ach, herrlich. Im Vlogmas könnt ihr das jetzt jeden Tag mitverfolgen. Und genau, was hier drin ist, das zeige ich auch. Und das ist hier die ganze Wäsche, die ich gemacht werden muss. Ich weiß nicht, ob ich dann nachher zum Filmen komme. Jedenfalls kann ich euch jetzt schon zeigen. Vielleicht kann ich nämlich den Vlog auch schon schneiden. Das sind Pixi-Bücher. Heute, ich habe nämlich so 8 Pixi-Bücher bestellt. Für die Kinder gibt es ein Set, ein Weihnachtsset mit 8 verschiedenen Geschichten. Und heute haben jeder, ich habe immer halt das Gleiche, so versucht das Gleiche reinzutun. Natürlich nur ein bisschen anders sein, ne? Also 2 verschiedene Pixi-Bücher können wir heute Abend lesen. Genau. Und das habe ich gestern Abend noch alles verpackt. Die 48 Geschenke, wenn ihr wissen wollt, vielleicht kann ich es mal ganz kurz einblenden. Ich habe das nämlich in einem Reel auf Instagram abgedreht, was jetzt in den ganzen einzelnen Sachen drin ist. Oder lasse ich das jetzt und zeige euch das via Vlogmas. So, oh Gott, es ist 6 Uhr, nach 6 Uhr schon. Wir sind jetzt gerade erst nach Hause gekommen. Ich habe das Abendessen natürlich noch nicht vorbereitet gehabt. Ella ist super müde und hat Hunger. Und jetzt wollen wir aber erstmal die Adventskalender aufmachen. Und da muss ich mich ganz schnell ans Abendessen dran setzen. Und das zeige ich euch nochmal, wie die Kinder jetzt mal Adventskalender aufmachen. So, mach mal Licht an hier erstmal, mein Schatz. Macht man mal hier. Das war deiner, Finn. Das war deiner für heute. Und das war Ella. Kommt mal mit nach unten. So. Vorsichtig. Ja, genau. Kommt mal mit aufs Sofa, können wir das besser aufmachen. Ja. Was ist da wohl drin? Ein erster Adventskalendertürchen. Ein Buch? Ja, ein Auer. Oh. Er hat auch ein Buch. Kann ich hier mal lesen? Ja. Okay. Ich habe auch so riesen Hunger. Oh, was ist das für ein Buch? Lese. Oh, Finn hat Schlittenfahrt mit Pixie und Ella hat das Nikolausgeheimnis mit einer Katze. Schnelles Abendessen. Wir hatten noch Moringa-Püree von gestern über mit einem Ei und Ketchup. Und Avocado. Und ein bisschen Avocado, genau. Und schöne Kerzen hier. Und die erste. Müssen wir noch lange runterbrennen. Mama? Ja. Und was denn das unten, wenn Weihnachten ist? Hier unten dann ist Weihnachten. Aber hier fahren wir dann schon zu Oma und Opa. So, meine Lieben, ich verabschiede mich auch. Mein Mann ist unterwegs. Ich verabschiede mich von euch und versuche das heute noch irgendwie hochzuladen. Zu einer angemessenen Zeit. Mal gucken, wie es morgen klappt, weil ich morgen arbeiten muss. Ich habe ein ganz müdes Kind hier. Vielen Dank und sagt, lasst mich wissen mit einem Daumen nach oben, ob ihr Vlogmas okay, gut findet oder nicht.